Ja, und damit wieder hallo und recht herzliches Willkommen hier zurück zur nächsten Folge hier auf der Saxonia. Ja, und wie ihr seht, ich habe es dann doch erfolgreich hingekriegt, ja, den Flug mal so zu sortieren, so einzustellen. Das klappt jetzt, haut das auch mit dem Versatz hin. Curseplay sei Dank, weil durch Curseplay habe ich dann, konnte man gut mitkriegen, was dort eingestellt wird, wenn du es nutzt, und ja, das hat dann irgendwo 1:1 funktioniert. Das Problem hier ist bloß bei dem dran, du musst jedes Mal, wenn du drehst, da sich der ja wirklich starr ist, muss ich jetzt jedes Mal die Zahlen ändern. Also, na gut, was heißt Zahlen ändern? Also, wenn wir hier mal gucken, wir müssen eigentlich immer nur die zwei Sachen ändern. Also hier das Minus weg und da ein Minus dran und andersrum wiederum drehen. Weil sich das eben nicht mit ändert. Keine Ahnung warum. Aber sonst, wenn du das geändert hast, und halt, du musst auch die Rasterbahn, muss ich dann mal immer mal schieben, weil die nicht ganz so passt. Aber sonst läuft es. Ja, was ist noch in der Zwischenzeit passiert? Also ich lasse gerade Hafer verkaufen. Also habe gerade die zweite Ladung verkauft, habe noch ein bisschen drin. Damit wir ein bisschen aus dem Miesen kommen, weil wir müssen unseren Kredit mal irgendwie wieder getilgt kriegen, damit ich nicht wieder im Minus lande. Das war jetzt so der Plan, weil in der Zeit kann ich hier pflügen. Feld 13, was da hinten ist, lasse ich gerade kalken, weil das braucht ja Kalk. Feld 11 müssen wir nachher auch kalken, ja, das weiß ich. Ja, dann müssen wir natürlich sehen, da bin ich mir aber noch am überlegen, wie ich es mache. Ich wollte mir jetzt hier unten ein Förderband hinstellen am Kuhhof, damit ich den Mist immer verladen kann. Damit wir, hoch, hier habe ich ohne Stelle vergessen, naja gut, es wird ja nicht so schlimm sein. Damit wir mehr Saatgut herstellen, weil die Saatgutproduktion ist ja im Moment pausiert. Hat ja kein Mist, kein Dünger. Und ich glaube 5000 Liter wird nicht viel. Ja, wird nicht allzu weit reichen bei unseren Flächen. Deswegen, da müssen wir definitiv schauen, dass wir dort auch zu Gange kommen. Da ist auch ein Stückchen vergessen. Na, das macht nichts. So, der Rübenernter muss schon wieder entladen werden. Naja, gut. Aber das sollte eigentlich theoretisch funktionieren. Der eine ist voll, der fährt gerade weg. Ach, und der andere muss bestimmt bald mal tanken. Ich hoffe ja mal, der macht das manuell selber. Dass er den Tankstelle aufsucht. Ah, okay, kommt erstmal hier an. Oder? Es wird schon. Ich habe da vollstes Vertrauen. Und ich meine, bei der Fläche, die wir hier noch zu ernten haben, oh, das sind die noch eine Weile dran. Das heißt, da haben wir eigentlich erstmal Spaß im Glas. Ja, und ich habe ja hier auch Spaß im Glas mit dem ganzen Fluggedöns hier. Da werde ich auch noch ein paar Minuten in Gange sein. Aber ja, geht. Kriege ich mal hin. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt rumdrehe. Ja, jetzt seht ihr es nämlich schon. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, jetzt bin ich mit dem riesen Gefährt hier erstmal überhaupt drehen. So, zack. Und jetzt muss ich hier wieder einmal reingehen, muss jetzt hier das Minus weg und hier ein Minus hin, dann auf Enter. Ja, jetzt macht er zweimal Minus, wo er kein Minus machen soll, die Sau. So, ja genau, und jetzt hat er das nämlich, dass er das nicht dahin schiebt, wo es sein soll. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder manuell das ein Stückchen rüber schieben. Lieber ein bisschen mehr, damit er auch alles mitnimmt. Ein Stückchen vorwärts fahren. Mich so ein bisschen so positionieren, dass er alles mitnimmt. So, so sollte passen. Ja. Und ab geht er. Ab jeder Peter. So, Zuckerrüben sind entladen worden. Sehr schön, der fährt weiter.
Das passt. Ach ja. So. Was wir nachher auch noch machen müssten, wir müssten unser BGA mal wieder füttern. Mit ein wenig Silage. Damit die wieder für uns fleißig Silage produzieren kann. Geld. Und was ich auch wissen würde wollen, ist, wie viel Gärreste wir da drin haben. Aber ich glaube, da gibt es leider keine Anzeige. Ne? Also die BGA selber haben wir nirgends als Dingens. So, ach ja, genau. Und bei der Sachsenmilch wollte ich mal vorbeigucken. Brauche aber Leerpaletten. Ja, das hat Sojabohnen und Milch. Und Leerpaletten. Ah. Irgendwie, ja, wir können die ganzen Produktionen einfach noch gar nicht richtig anwerfen. Ja, weil uns einfach mal schlicht und ergreifend die Paletten fehlen. Raffinerie, ja, die läuft. Oder? Nee, zumindest. Ja, doch, ein bisschen Diesel hat sie noch, siehst du. Ach, und Schweinefutter produzierte die ja auch, genau. Und AltBlue haben wir auch schon. Das ist schon mal ganz gut. Also, ja. Ich überlege nämlich im Moment, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich jetzt das Feld hier nehme und hier wirklich nochmal Sonnenblumen drauf schmeiß. Sonnenblumen. Mais. Dass wir hier nochmal wirklich das Feld nochmal, das zweite Mal Mais machen. Nochmal eine Häckselaktion. Und so gut es geht, ja, die BGA halt oben mal vollknallen. Auf der anderen Seite brauchen wir ja hier unten in dem Ding auch noch ein bisschen Häckselgut, dass wir Silage haben. Weiß ich noch nicht so richtig, wie wir es machen. Muss ich mal gucken. Also noch sind wir ja noch nicht mal dabei, dass wir überhaupt ansäen. Ich bin nur fast der Meinung, wir werden wohl unsere erste Einsaat uns doch erkaufen müssen, denke ich. Weil ich glaube nicht, dass unsere Kühe schnell genug sind und genug Mist produzieren, auf Deutsch gesagt, dass wir dass das reicht, um genug Saatgut herzustellen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Aber wir gucken mal. Soweit ist es noch nicht. Wir sind jetzt gerade mal beim Pflügen. Und haben ja auch immer noch nebenbei die Zuckerrüben, die wir ernten müssen. Bin ja mal gespannt, ob das gesamte Feld für die Mission gebraucht wird. Oder ob wir zwischendrin dann auch noch Restsachen haben, die wir erstmal die wir dann für uns nutzen können. Keine Ahnung. Bin ich ja mal gespannt. Also da lasse ich mich jetzt auch erstmal überraschen. Das läuft ja im Moment mit den Abfahrern. Ich weiß zwar gerade wieder nicht. Moment. Warum fährt der eigentlich nicht ab? Ah ja. Da haben wir wieder dieses schöne Problem. Er hat sich eingegraben. Warum auch immer. Ich meine, dass er durch die Frucht fährt, ist ja schon mal das eine. Er könnte ja außen rumfahren. Aber na gut. Ja, gut. Wie gesagt. Ihr seht, wir sind hier noch lange bei. Das wird auch noch ein ganzes Weilchen dauern. Deswegen, ja. Wir pflügen weiter fleißig. Alles andere funktioniert. Bis jetzt tut sich keiner beschweren, dass irgendwas wäre. Die 7726, wer ist denn das schon wieder? Ach, das ist er hier oben. Ja gut, den müssen wir nachher mal reparieren, habe ich gesehen. Der sieht nämlich momentan ein bisschen so, der 1050 ist hier wieder angekommen. Moment. Aha, okay, der hat einen Rest Hafer. Kann aber nicht losfahren, ist klar, weil er nicht über 80% ist. Da habe ich ihm jetzt gerade mal fix geholfen. So. Jojo, so, na mal gucken, wie viel Geld wir dann am Ende über haben. Also es wird auf jeden Fall noch nicht reichen, dass ich
schlussendlich genug habe, um aus den Schulden zu kommen. Das definitiv nicht. Wir werden uns wohl wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen auf die Mission verlassen müssen. Und halt die BGA, die uns dann die BGA 800 Euro gibt dir. Also das geht. Ist ja gar nicht so viel. Oder Quatsch, nicht so wenig, wollte ich sagen. Was wir kriegen, das geht schon. Da muss ich jetzt zwar dann auch gleich erstmal hinspringen. Dass ich da mal ein bisschen ja, was reinwerf. Wieder, dass das voll ist. Damit die da wieder in aller Ruhe arbeiten können. Aber ich fahre erstmal die Bahn noch zu Ende. Und dann gucken wir mal. Was da? 62,50 muss entladen werden. Jetzt kriegt er das wieder nicht auf der Reihe. Oh wow. Bei der letzten Bahn. Also Curseplay und Autodrive, manchmal wollen sie nicht so. Also die wollen manchmal nicht so, wie sie es eigentlich sollen. Habe ich schon mitgekriegt. Also das ist mal klappt und mal da könntest du schon wieder reihenweise in den Popo treten, damit sie da tun, was sie tun sollen. So, wie viel? Ah ja, jetzt ist schon wieder einer geblitzt worden, ne? Der 10,50. Muss ich mal den 10,50, den muss ich runterstellen. Was fährt denn der? Ach so, der fährt ja über 63. So. Das habe ich nämlich jedes Mal, dass der momentan geblitzt wird. Deswegen den mal runterstellen. So. Was ich eigentlich gucken wollte, wie viel kostet mich denn die 23? Zu viel. 185. Gut, also das können wir momentan uns nicht leisten. Und über die Miete oder über das Pachten werden wir wahrscheinlich auch ganz schön Probleme kriegen. Pachten würde mich 8.000 am Tag. Oh wow. Also ein bisschen viel. Das können wir uns momentan geldlich gesehen gar nicht leisten. Da müssen wir auch schon mal wieder ein bisschen was erwirtschaften. Wie viel bringt denn im Moment Kuhmilch? Also allgemein Milch. Was ist denn der Milchpreis gerade? 2000 bei EKZ. Gar nicht verkehrt, aber wir haben keinen. Wir haben leider nichts, womit wir es fahren können. Oder? Sonst hätte ich gesagt, fahren wir ein bisschen Milch schon mal weg. Um da auch nochmal Geld zu machen, aber. Das wird noch nichts. So, weil dann kann er nämlich jetzt gleich. Nochmal die 22.000. Er wird sich jetzt auf dem Hof. Jetzt muss ich gerade gucken, wo waren das? Fermenter beladen und wird zum. Nicht zur Düngerfabrik, sondern zu den Futterwerken fahren. Und wird dort. Ach nee, das ist ja hier oben drin. Silage abwerfen. Genau. Weil wir brauchen ja oben Silage, damit das mal wieder läuft. Da kann er jetzt erst mal hinfahren. So. Der ist gleich fertig. Das ist gut. Was macht der 62,50 hier? Ach ja, der lädt dort ab. Sehr gut. Okay. Dann passt es. Gut, dann können wir hier erstmal kurz weiterfahren. Und ja, dann wird der bestimmt gleich sagen, dass er fertig ist, da drüben. Was auch nicht so schlimm ist, weil soll er ja. Der Kalker. Nur der Kalker braucht jetzt noch nicht auf meinem Feld anfangen, auf der 11.
weil er schneller wäre wie ich. Wo jetzt die schlaue Frage natürlich wäre. Ach nee, das funktioniert nicht. Nee, alles gut. Ach ja. Solange alles funktioniert, bin ich ja ganz froh. Damit lässt sich arbeiten, sag ich mal. Und ihr seht ja, es dauert. Das ist nicht von der Hand zu weisen, es dauert halt. Und ja. Das ist aber immer noch besser wie wenn ich jetzt alles manuell selber machen müsste. Da würde ich ja noch länger brauchen. Und so ist Autodrive und Cosplay in Verbindung. Ihr seht, das klappt ja recht gut. Da, ja. Kommen wir eigentlich ganz gut bei rum. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn überhaupt die Lage im Fermenter drin? Mal so gefragt. Ja Mensch, wo ist er denn, der Fermenter? Ja. Ja, 285.000. Gut, ist jetzt nicht die Menge, aber geht auf jeden Fall erstmal. Da kann der erstmal in 12 Uhren fahren. Dann wird halt das Problem. Wir müssten dann, wenn, entweder wir holen wirklich von der BGA diese Silage raus. Was natürlich auch wieder so eine Sache wäre, da bräuchtest du jetzt erstmal wieder ein Förderband. Oder aber wir sagen wirklich, wir gehen fürs nächste Mal auf irgendeinem Feld auf, ja, auf Mais. Und fahren den Mais so lange in den Fermenter, bis dort voll ist, also das Häckselgut, und alles andere geht auf die BGA. Zum Beispiel. Nur mal gucken. Bin ihm ja unschlüssig. Mal schauen. Der 77226 ist fertig. Jawohl. Sehr gut. Das ist sehr schön, dass du fertig bist, mein Freund. Da kann ich dich dann gleich rausnehmen und dann kannst du nachher hier anfangen, sobald ich hier mit dem Flug fertig bin, was sich noch um, könnte sich nur um Stunden handeln, denke ich, hoffe ich, meine ich. So, jetzt müssen wir die ganze Scheiße drehen. Ja, und ich weiß, man könnte theoretisch, würde sogar ein Tiefenlockerer funktionieren. Aber da wir den Flug ja von Anfang an hier haben, da ist mir das eigentlich scheißegal, denn der ist schon von Anfang an da, also nehme ich ihn einfach. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Trick 17 anwenden, das immer wieder schieben. So. Und weiter jetzt. Auf in die nächste Bahn. Und man muss ja sagen, der Flug geht ja schon ganz gut weg, du. Also der macht ja echt gut Meter, wenn er mal funktioniert. So ist ja nicht. Gut, der hat jetzt die Silage geladen. Okay, sehr schön. Damit fährt der jetzt zum Futterwerk. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wie viel ist noch drin? Ah.
von 38, da siehst du gar nicht, dass was raus ist. Also, oh, da geht schon gut was raus. Das kann der jetzt erstmal hin und her fahren. Also da hat der erstmal zu tun. Dann kann der erstmal die Silage ins Futterwerk bringen. Dann wird da wieder Mischrationen dadurch hergestellt. Ja, und dann fehlt es natürlich wieder an Gras. Nur das Problem ist, wir haben einfach gerade momentan, aktuell, hätten wir die Möglichkeit überhaupt Gras zu mähen, hatte ich überhaupt das Grasfeld nochmal gedüngt? Ich glaube nicht, ne? Nein, ist bloß einmal gedüngt. Ja, das ist natürlich nicht so toll, aber na gut. Willst du, was willst du machen? Machst du nix. Wie gesagt, Feld 4 wäre schön. Also Feld 4 würde mich ja richtig freuen, wenn ich so ein großes Grasfeld kriegen täte. Nur leider Gottes, dafür müsste ich übelsten Kredit aufnehmen oder aber glücklich sein, also Glück haben und irgendwas verkauft bekommen, um noch Geld zu kriegen. Weil so viel Geld haben wir nicht auf der hohen Kante. Aktuell. Ist halt gerade scheiße. So, einen Moment, bevor wir jetzt hier weitermachen, ihn erstmal hier entlassen. Das ist die 13. Jetzt ist die Frage, wie viele Meter war das noch gleich? Habe ich es im Kopf? Nein. 18. Gut. So, Feld 13. Feld 13 Kalken. 13 Meter. So. Weil dann haben wir nämlich die Kurse mal drin, dann muss ich die nämlich nicht laufend suchen. So, dann kann er jetzt zum Feld 11 rüber tuckern schon mal. Da wird er ja dann gebraucht. So, gut. Der Tiger muss schon wieder entladen werden. Okay, das könnte aber durchaus sein, dass da meine Leute gerade irgendwie unterwegs sind. Eventuell. Könnte ich mir gut vorstellen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das haben. Die Bodenbeschaffenheit. So, was ist mit ihm jetzt hier schon wieder? Ich kann es fast denken. Ja, ich hatte es doch. Warum habe ich mir das fast gedacht? Irgendwie, sobald der zu schwer wird oder was, dann ist hier Error. Da kommt der nicht weiter. Was schon ein bisschen doof ist. So, wie viel Gras wirft eigentlich Feld 9 ab? Nicht viel, nicht wahr? Jetzt wäre natürlich meine Überlegung. Aber da fehlt es natürlich wieder am Saatgut. Irgendeins hier oben, Feld 8 oder so, Gras draufschmeißen. Weil wir wissen, Feld 4 kriegen wir nicht. Feld 23 kriegen wir aktuell auch nicht, weil... da fehlen 100.000. Plus, minus. Und noch einen Kredit aufnehmen, ich glaube, damit würden wir uns nur noch mehr Probleme bereiten in der aktuellen Situation. Deswegen, ist jetzt echt so ein bisschen tricky. Ich weiß gar nicht, ist denn überhaupt noch Gras drin? Überhaupt mal gucken. Meine Mann. Die Futterwerke, mal gucken. Ach so, es ist sogar noch Gras drin. Dann ist ja gut. Silage ist jetzt auch wieder da, dann macht der wieder. Ah, okay. Ja gut, dann geht's ja, wenn er 65.000 hat. Da kann er erstmal noch ein bisschen arbeiten. Okay, dann ist gut. Da ist es noch nicht so akut, aber wir könnten eigentlich mal, ja, eine Runde Gras mähen gehen. Aber ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe mal, ich habe da noch genug Trecker frei. Ja, mal gucken. Wir haben ja oben auch noch das Biest stehen. An der BGA, die brauchen wir ja auch nicht. Den brauchen wir momentan nicht. Da könnten wir den umnehmen. Theoretisch. So. Gucken, der hat 36.
Achso, der 62R. Ah ja. Da war ja was. Der war noch nicht ganz fertig. ja. Da macht er nämlich da fertig. Wie war denn das überhaupt? Der brauchte gar nichts da drin, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Das wird doch nicht angezeigt, das ist eben das Doofe. Er hat ein bisschen Unkraut, ja gut, aber wenn der gepflügt oder gegrubbert ist, juckt es ja nicht mehr. Gut. So, dann mache ich jetzt hier mal die Bahn noch zu Ende. Und dann werde ich hier auch erstmal die Folge an der Stelle für heute beenden. Mal gucken, vielleicht ist bis zur nächsten Folge das Feld hier gepflügt. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Und dann würde ich wirklich sagen, machen wir in der nächsten Folge eine Grasfolge. Können wir natürlich eigentlich auch so wie jetzt machen, Curseplay und Other Drive in der Kombi. Was vielleicht gar nicht so doof wäre. Nur wir haben halt... Ah ja, stimmt, wir haben ja gar keinen Dünger, fällt mir mal auf. Also ich denke, also ich gehe mal ganz stark davon aus, wir werden wohl für den Anfang wirklich ein bisschen Dünger kaufen müssen. Es geht nicht anders. Weil ihr seht ja, wir brauchen erstmal Stadtkapital an, ja, an Mist, an Gülle, an Dünger und so. Vorher brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass wir damit anfangen. Ich meine, gut, die produzieren ganz gut. 7000, fast 8000 Mist, aber das ist fast, glaube ich, das ist an Saatgut fast gar nichts. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Also ich denke, ich werde das jetzt mal in der Zwischenzeit, werde ich das mal umschaufeln, werde das dann mal hochfahren und mal gucken. Vielleicht ist es schon so viel, dass wir wirklich mal eine Sämaschine vollkriegen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das wird noch zu wenig für die großen Felder, die wir ja wirklich hier haben. Da müssen wir gucken, wirklich. Wenn wirklich sein sollte, werde ich mich vielleicht doch für kaufen entscheiden. Es ist zwar am Anfang teuer, das gebe ich zu. Und wir haben momentan das Problem, wir haben ja nicht so viel. Wir haben es nicht so dicke. Ja, ist halt jetzt zu überlegen, wie wir es machen. Aber ja, wir werden sehen. Also, ich bin da mal guter Dinge. So, warum wird jetzt der Tiger schon wieder nicht entladen? Mann. Was macht ihr denn hier unten? Schlaft ihr alle wieder? Hä? Der Phönix kommt wieder. Wo ist denn der andere? Ach! Alles klar. Gut, okay, ich hab nichts gesagt. Der andere ist... Ach, der ist voll. Alles klar. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay, das stimmt. Der ist voll gewesen. Ja, okay. Dann konnte der nicht entladen sein. Okay, kein Problem. Was? Der Fahrer ist angekommen bei Feld 11. Ach ja. Gut, ja, Natha. Das ist okay. Mein. Der Düngerstreuer, der Kalkstreuer. Das ist richtig. Sagen denn eigentlich meine Sojabohnen geben auch nochmal 1500. Eigentlich auch kein so schlechter Preis. Könnte man eigentlich auch nochmal verkaufen gehen, würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, was man mit dem was wir mit der Gerste machen. Ob wir die auch erstmal zu Saatgut machen? Oder aber wir haben doch einen Hühnerstall. Wir könnten theoretisch jetzt auch sagen, wir gehen auf Eier. Weil Eier bringen doch, glaube ich, eine ganze Menge Kohle. Ja, 4000 beim Hotel. 4044. Also ich glaube, wir werden uns in Richtung Huhn entwickeln. Also dass wir mal sagen, okay, wenn wir wirklich jetzt mal
einen Schwung Hühner holen. Weil die brauchen ja nicht viel. Die brauchen bloß was zu picken, bisschen Wasser, wenn es hochkommt, und das war's. Aber produzieren dann auf Dauer gesehen uns eigentlich gut Geld. Deswegen, ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge auch mitmachen. Weil wir müssen wirklich jetzt sehen, wir müssen mal ein bisschen den Laden hier in Schwung bringen. Das geht so nicht weiter. Das ist ja schlimm. Geht ja so nicht. Das heißt, nächste Folge wird auf jeden Fall Grasmähen angesagt sein. Dass wir oben die Futterwerke ein bisschen beschäftigen. Und zum anderen werden wir in Richtung Hühner gehen. So, jetzt mal gerade nochmal hier reingucken in den Fermenter. Wie viel ist denn jetzt schon raus? Nur 191.000, also das geht. Also der fährt auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, und wenn ihr jetzt, sag ich mal, irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas, was ihr mal gerne sehen wollt, oder wo er sagt, hier, das könntest du ändern oder mach mal so oder so, ne? Ihr wisst ja, einfach mal unten in die Kommentare schreiben, dann gucke ich mir das durch und dann, ja, können wir da was ändern. Und so, der Tiger muss immer entladen werden. Ach, der ist schon wieder voll. Alter Vater. Tja, in der LKW kommt, der andere ist voll. Wow. Also da kommen echt gut Zuckerrüben bei rum. Würde mich ja freuen, wenn wir wirklich am Ende da noch Schwung übrig hätten. Den wir dann selber für uns nutzen können. Das werden wir aber sehen. So, meine Freunde, ich drehe jetzt hier mal fix noch rum. Und würde mich dann so langsam aber sicher von euch verabschieden. Ich bedanke mich natürlich bei euch erstmal fürs fleißige Einschalten, Zuschauen, dabei sein. Wie gesagt, ich würde mich natürlich riesig über Kommentare, Feedback etc. freuen. Ihr kennt das Spiel, ja? Ja, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis später. Ciao.